Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute einmal wie angekündigt wird es niedlich und zwar geht es nur um Hello Kitty Stuff and Friends. Ich habe bei AliExpress alles bestellt gehabt. Sie haben ja auch bei AliExpress jetzt immer dieses Choice und da habe ich ein paar coole Sachen gefunden, habe ich mir nach Hause liefern lassen und was das alles ist, das seht ihr nach dem Intro. Vorsicht, es wird niedlich. Ja, dann starten wir einmal. Das hier ist aber nicht von AliExpress. Das ist so ein Hoodie, ein Kapuzenpulli in Grau. Den habe ich von H&M aus der Kinderabteilung. Das ist eine 170, da passe ich locker zweimal rein. Der ist nur für zu Hause zum Rumschillen. Einfach, ja, cool, grau. Ich finde, man kann das dann auch noch gut tragen, wenn es nicht rosa ist. Sieht nicht ganz so kindisch aus. So, dann haben wir einmal hier so einen kleinen süßen Stoffbeutel mit Cinnamoroll. Ich nehme immer mein Frühstück nur bis zum Auto mit und muss es dann noch mal 20 Meter weitertragen. Aber für diese paar Meter brauche ich immer einen kleinen Beutel, wo meine Trinkflasche reinkommt und eben mein Essen. Das mag ich nicht so im großen Beutel haben oder in der Tasche, weil schon mal was ausgelaufen ist. Und dafür habe ich immer so ein Frühstücksbeutelchen. Und jetzt habe ich mir mal einen neuen gegönnt auf AliExpress und zwar den hier. Total niedlich. Das ist ein ganz kleiner Stoffbeutel. Ich komme mal ein bisschen näher ran. In so schönen rosa Farben, weiß gestreift. Sogar hier mit einem Druckknopf. Kleinen Henkeln und unten ist er dann auch so breit. Also das heißt, man kann auch da eine kleinere Box mit reinstellen. Und hat nicht so einen Riesenbeutel. Also das ist für mich perfekt. Wie gesagt, und das ist nur der Weg von der Eingangstür hier zu Hause zum Auto. Und dann nochmal vom Auto zur Arbeit. Leider nicht mehr, aber dafür reicht es dann ja. Süßer kleiner Beutel. Och, ich habe 1 Euro noch was bezahlt, weil das AliExpress Choice war. Total süß. Da ist das ja so, wenn man 10 Euro zusammen hat, kommt das kostenlos geliefert. Dann musste es noch sein, eine Handyhülle. Ich habe noch keine. So sieht die einmal aus. Für mein Samsung-Telefon. Ein bisschen schlichter. Mal gucken, wie es dann ausschaut. Ja, ganz simpel. Einmal hier rot, die Tasten, das ist ganz in Ordnung. Ja, einmal Hello Kitty. Ich wechsle ja immer ganz gerne mal. Mama, brauche ich unbedingt hier so ein Popsocket vorne dran oder einen Anhänger, habe ich ja auch schon selber ran gemacht. Und jetzt ist es mal noch Hello Kitty geworden. Dann suche ich immer auf meinem Basteltisch einen Radiergummi. Und damit ich das jetzt mal ein bisschen bei den ganzen Stiften auch habe, habe ich mir diesen Radiergummistift geholt. Da ist My Melody drauf. Total niedlich. Wenn ich es aus der Verpackung kriege, einmal ein Radiergummistift. Das war alles über dieses AliExpress Choice gewesen. Ich habe dann so gesucht gehabt, dann kriegt man das immer vorgeschlagen auf dem Handy. Und dann, wie gesagt, habe ich mir das alles in den Warenkorb gelegt. Auch total niedlich. Und dann kann man hier einmal eben das rausdrücken, den Radiergummi hier unten. Ne? Ja, habe ich jetzt immer einen Radiergummi griffbereit, dann weiß ich Bescheid. Der dicke rosane ist der Radiergummi und suche nicht immer irgendwo nach irgendwelchen anderen dreieckigen oder viereckigen Radiergummis, weil die vermisse ich immer. Irgendwie verschwinden die immer. Deshalb Radiergummistift. Dann geht rosa weiter. Es musste dieser Flaschenöffner sein. Der kam nur 1 Euro. Ich fand es jetzt irgendwie niedlich, der ist nicht so riesig, der kommt dann in die Küche. Ein Hello Kitty Flaschenöffner. Dann ein neues kleines Kleingeldportemonnaie mal. Eins habe ich vom Action, das ist aber oben manchmal nicht ganz so dicht. Und hier ist eins mit Reißverschluss. Packe ich auch mal noch aus. Ich finde sowas immer ganz praktisch. Da kommt immer Kleingeld rein bei mir. So sieht es einmal aus. Einmal rosa kariert, auch ganz niedlich. Bei mir ist das immer getrennt. Das Kleingeld, das habe ich immer einzeln oder eben mal so ein 5-Euro-Schein mit rein oder so. Ja, einmal ein kleines neues Portemonnaie und Reißverschluss ist super. Dann habe ich Hello Kitty-Stanzen gefunden. Und zwar die ersten, die ich gefunden habe, wo man einmal noch eine Stanze hat, wo man den ganzen Layer-Kram drauf machen kann.
Weil alle anderen Hello Kitty Stanzen, die ich habe, muss ich immer irgendwas hinterkleben und improvisieren. Und hier habe ich eben einmal die Hintergrundstanze dazu. Mega cool. Einmal hier eine kleine Hello Kitty, die hat was Gestreiftes an. Und ein bisschen Eis dazu. Hier ist die Schleife. Selbst das Eis kann man leeren. Und dann hat sie so ein gestreiftes Kleidchen an. Total niedlich. Und von der Größe her ist das auch total cool. Und nochmal eine zweite Variante. Einmal noch diese. Mit einer Hose. Und die guckt so ein bisschen schräg. Ganz simpel aber. Und auch nochmal die Schleife ins Haar. Auch wieder hier einmal die Hintergrundstanze und einmal die ganzen Stanzenteile dann einzeln zum Leeren. Ja, total cool. Das macht das Kleben viel einfacher. Habe ich mich total gefreut. Gibt es auch noch viel mehr Varianten. Also mit Hubschrauber, glaube ich, mit Flugzeugen, allen drum und dran. Also wirklich Hello Kitty Stanzen. Bei AliExpress gibt es mittlerweile echt ganz schön viele und coole. Dann ein paar Flatback-Cabochons oder hier so eine Acryl-Dinger. Und zwar aber von My Melody in verschiedenen Varianten. Die sind total süß. Und zwar glitzern die alle im Hintergrund. Total niedlich. Die haben jetzt keinen Anhänger oder so. Kann man ja selber rankleben. Ich habe ja diese Plastikhaken. Aber so niedlich. So, jetzt ist das, glaube ich, ganz gut zu sehen. Ja, 10 Stück in so einer Packung. Ich habe jetzt so einen Mischbeutel genommen, weil ich nicht nur eine Form haben wollte, weil die anderen niedlich sind. Man kann das, glaube ich, auch immer, aber 10 Stück von einer Sorte sich bestellen. Aber so ist das auch ganz cool. Ja, einmal diese ganzen kleinen hier. Dann hatte ich mir ja Adventskalender geholt gehabt. Ich räume mal den Tisch auf. So, einmal ein bisschen aufgeklärt. Ja, ich hatte ja diesen Stitch-Adventskalender. Und jetzt kommt dieser schlechte Hello Kitty-Adventskalender noch. Der kam hier schon kaputt an, obwohl er außen noch richtig in Noppenfolie verpackt war und in einem Karton. Aber das Problem ist, dass die Figuren, die da drin sind, ich zeige es euch gleich, überhaupt nicht da reinpassen. Und deshalb ist das trotz Karton, trotz Noppenfolie hier kaputt angekommen. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich will ihn ja eh nur ausschlachten. Aber das Bild ist leider nicht hübsch. Aber ist dann halt so. Und ich zeige euch mal die ganzen Figuren, die da drin sind. Darum geht es mir ja. Und zwar einmal die ganzen. Und dadurch, dass die eben halt gar nicht hier reinpassen alle, die sind halt zu hoch, ist die Pappe kaputt gegangen. Aber es sind viele kleine Figürchen von My Melody. Hier mit Anhänger, total süß. Die sind alle so ein bisschen gummimäßig. Alle mit dem Haken, total niedlich. Ja, alles Figuren. Kann man vielleicht auch mal Schlüsselanhänger draus machen. Hier mit einer Freiheitsstatue. Und das ist Hello Kitty and Friends. Also nicht nur Hello Kitty, sondern hier auch Cinnamon Roll. Dann einmal Kuriyomi. Da gibt es ja verschiedene. Wie der heißt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist aber auch so ein Sanrio-Charakter. Ja, die sind verschiedene Sachen drin. Die Hello Kitty hier, die ist leider ein bisschen sehr schlecht. Die sieht ein bisschen komisch aus. Ich finde, da passen die Proportionen nicht so zusammen. Aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Hier ist auch noch mal so ein Bärchen. Und das ist ganz süß, kann man mal irgendwo mit dranhängen, ne? Das ist noch mal, glaube ich, My Melody. Ja, und so geht das hier weiter mit vielen kleinen Figuren. Mal gucken. Der ist noch ganz süß. Ja, kann ich mich austoben zum Verbasteln oder auch hinstellen. Ich wollte mal gucken, dass ich vielleicht mir irgendwann mal so einen Setzkasten mache und meine ganzen Hello Kitties da reinsetze. Dann kann man da auch schon ein bisschen was reinstellen. Ja, das ist jetzt eine Menge. Ich habe ja auch schon eine Menge. Das ist halt eben so, ja, sammle ich jetzt halt so nebenbei. Mein Mann, der sammelt Lego-Figuren. Bei mir sind es dann halt Hello Kitty-Figuren. Von dem nachher habe ich da Gott sei Dank immer von der Seite aus ein bisschen Verständnis dafür. Und zu guter Letzt habe ich mir noch eine Gumball-Maschine bestellt. So eine kleine als Ball. Und das basteln wir einmal gleich noch zusammen. So sieht das aus. Es kommt in so einen Ball. Und dann soll das eine kleine Gumball-Maschine ergeben. Ich mache das mal auf. So, und habe ich mich hier durch 100.000 Lagen eingeschweißte Plastiklagen gewühlt. Jetzt habe ich hier so einen Ball. Mal gucken. Bin mal gespannt. Sticker. Und eine Aufbauanleitung. Yeah.
das nachher funktioniert, bin ich auch gespannt. Wieder noch was Eingeschweißtes. So, und dann, ja, schauen wir mal und bauen mal. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt einmal das fertige Werk. Total niedlich. Ich bin echt begeistert. Also dafür, dass das jetzt in so einem Ball war, ist hier echt eine kleine Gumball-Maschine. Hier oben ist jetzt einmal My Melody. Das ist ja gar nicht Hello Kitty, der Charakter. Kann man hier so reingucken. Da sind Kügelchen drin und man kann wirklich drehen. Also ich hole mal eine raus. Das funktioniert super. Und dann sind hier kleine Kügelchen drin. Und da ist auch überall was raufgedruckt. Jetzt sieht man das. Also hier ist noch so ein kleines Gesicht drauf, ein Herzchen. Dann habe ich noch die Sticker mit draufgeklebt gehabt, die mit dabei waren. Wie gesagt, man musste das ganz simpel zusammenbauen. Das kann man hier drehen. Und dann kann man das einmal alles da durchlaufen lassen und dann kann man es hier abnehmen und kann das wieder einmal zurück machen. Ja, ich liebe ja Gumball-Maschinen, ich sammle die ja. Also wenn ich irgendwo was sehe Richtung Gumball-Maschine, wird das gekauft und deshalb musste das jetzt einmal diese Kugel hier sein. Die kommt mit auf mein kunterbuntes Regal. Ja, total niedlich, ich bin echt begeistert. Ja, sowas liebe ich, das ist so, ja, so Fun-Stuff. Hier noch mit dem Sticker, total niedlich. Die sieht echt total klasse aus. Ja, wenn ihr sowas mehr sehen wollt, gerne einen Kommi da lassen. Ich muss jetzt auch mal nochmal Petra grüßen, Hedwig Gedönsrad. Und zwar, die hatte mir gesagt, gehabt, hier, guck mal, auf WhatsApp kannst du deinen Kanal machen. Sie hat das ja schon gemacht. Weiß ich nicht, ob das ein paar von euch schon mitgekriegt haben. Ich werde das auch machen, so einen WhatsApp-Kanal. Da könnt ihr leider nichts kommentieren, aber ich glaube, dass es vielleicht ganz schön ist oder vielleicht interessiert es euch ja. Lasst mir mal einen Kommi da, wenn ich ab und zu vielleicht mal ein paar Bilder reinsetze, ein paar Posts mache, wie weit ein Projekt ist und euch darüber hinaus ein bisschen mehr mit auf die Reise nehmen kann, mit Zwischenschritten, mit Bildern. Vielleicht mache ich mal Fotos von meinem Regal hier und sowas alles, weil so eine richtige Raumtour kann ich nicht machen, weil ich eben halt keinen Bastelraum habe, sondern nur so eine Ecke. Aber für den einen oder anderen könnte das vielleicht ganz interessant sein, wenn da so ein bisschen mehr auch mal in der Woche überkommt anhand von Bildern, als immer nur einmal am Wochenende ein Video. Ja, lasst mir mal einen Kommi da, was ihr davon haltet, ob ihr den abonnieren würdet. Ja, dann schönes Wochenende noch. Das war heute mal mein Hello Kitty Haul. Einfach mal nur niedlich. Wie gesagt, ich stehe auf so ein Nippes und noch habe ich Platz hier und darf das ins Haus flattern und dann, ja, kaufe ich das auch. Ansonsten ist ja eh alles gerade so trist und trostlos, gerade draußen auch. Und deshalb, ja, hält das immer so ein bisschen meine Seele hier auf, dieser ganze niedliche Kram. Guti tu, also macht's gut, ihr Lieben, bis nächstes Mal.